Das Jahr 2018 ist fast vorbei. Zeitbilanz zu ziehen. Wie war das alte Jahr? Was sind die neuen Herausforderungen für 2019? Was lag Ihnen am meisten am Herzen? Ja, ein Herzensprojekt war sicherlich die Begründung einer weiteren Städtepartnerschaft mit Pilawa Gorna in Polen. Und es war natürlich besonders schön, dass das gelungen ist, dieses gemeinsam mit unserer Partnerstadt auch in Ereden durchzuführen. Ja, was lag mir am meisten am Herzen? Sicherlich die Weiterentwicklung Kriftels, wo wir wirklich vor großen Herausforderungen stehen und wo wir doch, glaube ich, auch in diesem Jahr ein ganzes Stück weitergekommen sind. Ja, Sek, welche Projekte konnten denn in diesem Jahr angestoßen oder in Angriff genommen und sogar abgeschlossen werden? Ja, wir konnten erfolgreich doch einige große Projekte auch abschließen. Wenn ich an den Kunstrasenplatz denke, immer ein Volumen von 690.000 Euro. Wir haben umgesetzt ein sehr großes Straßeninstandsetzungsprogramm, wo wir Bürgersteige instand gesetzt haben, beziehungsweise komplett erneuert. Auch dafür hatten wir rund 600.000 Euro im Haushalt. Wir haben die Bushaltestellen barrierefrei in einem ersten Bauabschnitt ausgebaut. Wir haben die Friedrich-Ebert-Straße komplett Kanal- und Wasserleitung neu verlegt, haben die Straße grundlegend saniert. Wir haben begonnen mit dem Bau des Sammlers, ein Projekt von 2,3 Millionen, was eben Griftel auch entlasten soll bei Starkregen und größeren Niederschlägen. Aber auch die kleinen Dinge machen ja oft so ein bisschen das auch aus, was der Bürger wahrnimmt. Wir konnten Fußgängerüberwege an zwei Stellen umsetzen. Wir konnten Geschwindigkeitsbeschränkungen erreichen auf 30 km/h, was auch für klassifizierten Straßen wie die Frankfurter Straße gilt. Also wir konnten da einiges erreichen in diesem Jahr und viele Projekte spielen natürlich dann auch in das nächste Jahr hinein. An der Stelle möchte ich mich wirklich ganz herzlich nochmal bedanken bei allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die einfach diese Fortentwicklung und diese guten Ergebnisse auch möglich machen, aber natürlich auch bei allen ehrenamtlich Engagierten in Griftel, denn nach unserem Slogan, ohne dich geht Griftel nicht, kann man das wirklich auf die Ehrenamter übertragen, die wirklich Griftel auch mit voranbringen. Insofern ein ganz herzliches Dankeschön. Ich bitte jetzt mal zu bestimmten Themen zu ganz kurzen Antworten, sagen wir mal 3-4 Sätze. Ich würde jetzt jeweils ein Thema mal wechselweise in den Raum werfen. Ich beginne mit Ihnen, Griftler Welch. Ja, das ist natürlich sicherlich das spannendste Thema, was uns seit Jahren jetzt auch schon bewegt und in den nächsten 6 bis 8 Monaten, das habe ich auch in den letzten Ausschüssen gesagt, Ausschusssitzungen, wird ganz entscheidend für das Projekt sein, wie wir dort weiter vorankommen. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass uns jetzt es gelingt, auch diesen Knoten zu durchschlagen. Ja, das ist ja unser Kernthema, das wir politisch verfolgen, schon seit vielen, vielen Jahren, die Familie steht für uns im Mittelpunkt hier in Griftel, das merken die Familien auch. Und hier gibt es natürlich viele Dinge, die auf den Weg gebracht worden sind. Erster Spatenstich, Kita St. Vitus, man kann sicherlich auch den Ausbau unserer Lindenschule nennen, Gebührenfreiheit für die Eltern bei der Betreuung. Also es gibt viele, viele Projekte, die damit zusammenhängen und ich glaube, das ist einfach, was Griftel ausmacht, dass Familien sich hier wohlfühlen, Familien viele Angebote haben und das wollen wir auch weiter unterstützen. Ja, für uns ein ganz wichtiges Projekt. Wir konnten termingerecht den Spatenstich vornehmen. Bauzeit ist geplant bis Ende nächsten Jahres, also bis Ende 2019, sodass die Kinder hoffentlich zum Ende bzw. Anfang 2020 umziehen können. Für uns jetzt die vierte Kindertagesstätte, die auf den neuesten Stand gebracht hat. Und das war ja von Anfang an unser Ziel, auch die Kindertagesstätte modern auszubauen, sodass wir jetzt die vierte Einrichtung bauen, im Moment insgesamt Gemeinde 15 Millionen investieren. Ja, der Haushalt ist natürlich immer ein etwas nüchternes Thema, aber wir konnten wirklich in den letzten Jahren unseren Haushalt immer weiter auch konsolidieren. Wir hatten ja vor 10 Jahren die große Wirtschaftskrise, was natürlich auch Löcher in unseren Haushalt gerissen
hat. Das konnten wir eigentlich peu à peu verbessern, auch durch die wirtschaftlich gute Entwicklung, sparsames Wirtschaften, trotz der großen Investitionen. Und im letzten Jahr, oder in diesem Jahr, hat uns natürlich auch das Land geholfen durch die Hessenkasse, die Übernahme großer Teile unserer Kassenkredite. Und deshalb stehen wir mit dem Haushalt, mit den Finanzen eigentlich ganz gut da, auch wenn das neue Haushaltsrecht uns für das nächste Jahr zwingt, doch auch den Bürgern leider etwas abzuverlangen, um auch unseren Haushalt langfristig auf eine gute Basis zu stellen. Ist natürlich für uns auch ein ganz großes Thema, was sicherlich auch Kliftel in den nächsten Jahren verändern wird, allein von der städtebaulichen Struktur her. Ich möchte nur zwei Themen nennen. Das ist natürlich klar, unser Kliftler Wäldchen, sicherlich das größte Projekt, kann man fast sagen, schon des letzten Jahrzehnts, was uns bewegen wird. Auch das Gelände der Raiffeisen Obst- und Warengenossenschaft, was für eine Bebauung ansteht, wird er sicherlich Einfluss nehmen. Wir selbst planen, von der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft ein Projekt umzusetzen. Also da ist viel in Bewegung. Ja, ich kam ja anfangs schon darauf zu sprechen. Also für uns ist das Ehrenamt, die ehrenamtlich engagierten Menschen eigentlich der Schatz, den wir hier in Kliftel haben. Wir haben wirklich besonders viele, die sich auch mit ihrer Gemeinde identifizieren. Das wollen wir natürlich weiter fördern und natürlich auch erhalten. Es gab ja hier auch einen Beschluss der Gemeindevertretung, eine sogenannte Ehrenamtskampagne aufzulegen. Damit haben wir dieses Jahr begonnen. Ich kann auch mal hier auf diesen Pin zeigen. Aktiv für Kliftel ist dort die Überschrift und alle Menschen, die sich dort engagieren, denen wollen wir unsere Aufmerksamkeit widmen, um auch das Ehrenamt nicht nur so zu nennen, sondern auch entsprechend zu ehren. Ja, Wirtschaftsförderung. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir als Gemeinde auch mal über Flächen verfügen könnten, die wir gewerbetreibenden Gewerbeunternehmen anbieten können. Was gelungen ist, wo wir noch in diesem Jahr mit der Baugenehmigung rechnen, ist für das Gelände des ehemaligen Praktikerbereichs, dass dort ein neuer Baumarkt entstehen kann. Und das war ein wichtiges Projekt und auch, dass die STO ein Grundstück erworben hat, wo jetzt gebaut wurde. Auch da soll im März ein neues Verkaufscenter eröffnet werden. Also da konnten wir weiter uns aktiv beteiligen, einsetzen und da sind wir sicherlich auf einem sehr guten Weg, was letztendlich auch ein bisschen sich wieder spiegelt in unserem Gewerbesteueraufkommen. Welche Herausforderungen nehmen Sie denn mit ins neue Jahr? Ja, es gibt natürlich immer die täglichen Herausforderungen, aber wir haben ja auch einige Themen, die uns langfristig beschäftigen. Eins habe ich schon genannt, das ist wirklich die verwaltungsinterne auch Umstrukturierung, die Eingliederung der Gemeindewerke. Wir wollen unser Parkbad weiter modernisieren, Stichwort Kassensystem, andere Bezahlsysteme, das wollen wir umsetzen, aber auch der Gesetzgeber hat einiges mit uns vor. Ein Stichwort haben vielleicht die Menschen schon gelesen, das ist die Grundsteuerreform, die geplant ist, die umgesetzt werden muss. Hier gibt es viele Ideen, die auch von der Bundesregierung schon ausgearbeitet worden sind. Am Ende müssen die Ideen aber durch die Kommunen umgesetzt werden und da glaube ich, dass uns da viel, viel Arbeit, aber vielleicht auch viel Ärger vor der Tür steht, weil natürlich immer dann, wenn sich Zahlungen bei Menschen verändern, ins Positive oder ins Negative, dann wird das nicht immer nur mit Applaus belegt. Ein Ziel, was wir sicherlich verfolgen, was allerdings der Main-Taunus-Kreis insbesondere verfolgt, das ist das Kreis Hallenbad und da ist Kliftel ja als Standort auserkoren und ich glaube, das wäre für uns auch eine wirklich schöne Sache, insbesondere für unsere Vereine und für die Schulen, dass man hier den Schwimmsport auch in Zukunft noch weiter fördern kann. Zum Abschluss nochmal drei persönliche Fragen mit Bitte um kurze Antwort. Über was haben Sie sich besonders gefreut? So
2018. Ja, besonders gefreut habe ich mich eigentlich über die wirklich große Zustimmung der Fraktion zu meiner Wiederwahl, zu meiner dritten Amtszeit als erster Beigeordneter, denn es hat mir doch so ein bisschen gezeigt, dass auch die Arbeit wahrgenommen und auch geschätzt wird, die man in den vergangenen 12 Jahren geleistet hat. Ja, irgendwie ist das bei uns beiden wahrscheinlich ein ähnlicher Moment. Bei mir kam der etwas früher, das war tatsächlich die Bürgermeisterwahl und das große Vertrauen, was mir die Bürger erneut entgegengebracht haben mit einem wirklich tollen Ergebnis. Das war, denke ich mal, auch Bestätigung der persönlichen Arbeit, aber auch der Arbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im Rathaus, die, glaube ich, für ihre Leistung da auch belohnt worden sind. Gibt es irgendwas, über das Sie sich geärgert haben? Das gibt es auch. Uns fällt immer wieder auf den Fuß sozusagen die Diskussion über Mittelzentrum, Unterzentrum. Griftel ist eingestuft nach dem Landesentwicklungsplan als Unterzentrum, was für uns erhebliche Nachteile hat. Und gerade auch die Zusammenarbeit mit übergeordneten Behörden, das ist ein Thema, wo ich mich oft ärgere, dass eben dort wirklich auch sehr, sehr bürgerweit entfernte Entscheidungen getroffen werden, die wir hier vor Ort kaum dem Bürger erklären können. Ja, geärgert habe ich mich wirklich während der Landtagswahl über die zum Teil wirklich menschenverachtenden Slogans, die auf einzelnen Wahlplakaten zu sehen waren. Das hat uns hier wirklich geärgert. Und ärgern tue ich mich eigentlich auch darüber, über die zunehmende Tendenz in der Politik, kleinere Themen, gewisse Themen zu skandalisieren, zu großen Problemen aufzubauschen, ohne dabei aber den Fokus eigentlich auf den eigentlichen Problemen zu haben. Das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die nicht gut ist für unsere Gesellschaft. Und was wünschen Sie sich für 2019? Etwas mehr Zeit für meine Partnerin, die in Hamburg lebt und die würde sich freuen, wenn sie doch auch des Öfteren mich mal sehen würde. Tja, Gesundheit, Frieden und natürlich ein bisschen Zeit für die Familie und für Griftel das Allerbeste. Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Und ein frohes neues Jahr 2019.